Das Ringlicht hat ein Gesicht. Das ist gut. Sehr gut. Wer auch immer das gesagt hat, dass das Ringlicht ein Gesicht kriegen sollte, absolut deiner Meinung. Ah, bonjour, je m'appelle Stéphane et bienvenue dans ma galerie. Escargot, fromage, poubelle, croissant, baguette, français, la tour Eiffel, Paris. Oui, oui, keine Ahnung. Ich hatte so viele Jahre meines Lebens Französisch und krieg kaum noch einen Satz raus. Also ich kann natürlich die stereotypischen Wörter sagen, das ist klar, und ich kann sagen, je ne peux pas le français, was vielleicht wie, ich kann nicht besonders gut Französisch oder ich kann kein Französisch, aber dann hört's auch schon auf. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Passepartout, The Starving Artist. Ein Spiel, schauen wir, was das für eine random Gitarre war, ein Spiel über Bilder, so viel ich weiß. Sehr viele Leute in den Kommentaren wollten, dass ich das mal spiele und ich weiß nicht wirklich viel darüber, ich weiß nur, man malt Bilder, muss seine Miete bezahlen und die Bilder irgendwie an den Mann bringen. Und man kann, also man hat keine, geh weg, man hat keine Vorgaben, sondern man malt einfach, was man will und kann das dann auch noch irgendwie benennen und dann muss man es halt irgendwie an den Mann bringen, um zu überleben. Denn wir alle wissen, ja, ich möchte eine neue Karriere starten, denn wir alle wissen, Künstler in dieser Welt haben es nicht leicht. Ich als begnadeter Künstler, keine Ironie in diesem Satz, ich weiß das sehr genau. Wir sind oft unterschätzt. Das hier ist meine persönliche Sparversion von Paris mit Papier in der Grund. Und das hier ist mein Workshop. Klicke auf die Staffelei, um mit dem Malen zu beginnen. Meine Damen und Herren, willkommen. Sekunde, ich muss das Stil echter machen. Meine Damen und Herren, willkommen bei Malen mit Stefan. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie das erste Motiv eines jeden Malers machen. Und zwar die aufgehende Sonne. Unter Gras. Ich kann das nicht viel länger. Ich höre mich in meinem eigenen Ohr flüstern, das ist gruselig. Okay, Sonne hinter Wald, wollte ich gerade sagen. Wiese. Sonne hinter Wiese, erstes Motiv. Keine Ahnung. So. Das sieht aus wie ein Kinderbild. Boah, ich konnte nie malen. Dann auch noch mit einer Maus. Das macht's nicht viel besser. Sonne hinter Wiese. Okay, das ist das Beste, was ich hinkriege. Besser als so wird's nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Ja, vielleicht so ein paar andere Flecken, aber das sieht dumm aus. Das sieht dumm aus. Ich lasse das mal. Das ist, oh Gott, ist das schlecht. Yay, yeah, jetzt kann ich das irgendwo hinstellen, wo es sich die Leute dann anschauen können und es zum Kauf freigegeben wird. Was ein Fehler ist, weil der Erste, der es kauft, wird mich verklagen, weil ihm die Augen rausgefallen sind. Name. Keine Ahnung. Wie wär's denn mit Sonne und Gras. Okay. Yay, Sonne und Gras. Okay, ich brauche noch irgendwas. Was könnte ich noch malen? Ein Selbstporträt. Ich male ein akkurates Selbstporträt des Künstlers. Klicke auf die Kasse, um deine Finanzen im Auge zu behalten. Oh je. Rechnung erhalten. Sekunde, ich arbeite dran. Gib mir einen Moment, ich muss das hier so hübsch wie möglich, also hübsch in Anführungsstrichen, aber so hübsch wie möglich machen. Du hast zwar ein Bild gemalt, Mann, aber Kunst ist das nicht. Habe ich das jemals behauptet, dass es Kunst ist? Nein, habe ich nicht. Ich sagte nie, dass es Kunst ist. Ich habe von Anfang an gesagt, es wird nicht so hammermäßig. Bro. Und das hier wird noch viel schlimmer. Besonders weil die Brille, ach Gott, das sieht aus, als hätte ich einen Fernseher auf dem Gesicht. Wo ist die Energie, Mann? Das ist so fade. Ja. Die Leute verstehen mich einfach nicht, siehst du? Das ist das Problem der Künstler. Keine Ahnung, mache ich noch. Yay. Das ist schick und ich trage ein rotes T-Shirt ist es nicht wirklich. Es ist eher so weinrot, aber das zählt einfach mal. Wo ist die Energie, Mann? Das ist so fade. Bist du dieselbe Person, die gerade eben schon gemeckert hat? Ich krieg das hin. Ich habe jetzt das Spiel schon verloren, richtig? Keine Ahnung. Yay, es ist absolut scheiße. Bitteschön. Das ist schick. That's what I'm talking about. keine Ahnung. Der Künstler in Kunst. 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 Lahm. Ja, Entschuldigung. Das ist ja unglaublich. So, Finanzen habe ich noch gar nicht gemacht. Wie sieht's aus? Letzte Woche. 15 für Wein, 10 für Baguettes, 55 für Miete, minus 80, Bargeld 170. Wirklich jetzt? Wir müssen Wein und Baguettes
im Auge behalten, weil das ja Paris ist. Oh Gott, ey. Okay, wirklich gekonnt. Wie viel bietet er? Er bietet mir 31. Soll ich ja sagen? Steve bietet mir 31. Schicker Bart. Bietest du mehr? Oder meckern wieder alle? Ey, Typ, das ist viel zu elementar. Ja, komm, 31. Ist verkauft. Ist verkauft. Immer gern. Yay, der Künstler in Kunst wurde verkauft für 32. Nice, ich muss hier was anderes malen, weil das hier geht nicht. Was könnte ich sonst noch malen? Trebia, er bietet mir 23 für die Nimm's mit, sofort. Nimm es mit. Es wurden keine Fragen gestellt. Nimm es sofort mit. Sonne und Gras wurden verkauft. Okay, pass auf. Wie wär's, wenn ich was Böses mal? Was richtig Böses. Was so böse ist, so widerlich, dass es sich niemand getraut anzusehen. Das ist pure Boshaftigkeit, was in diesem Bild gezeigt wird. Ich kann nicht zum Ausdruck bringen, wie boshaft dieses Gesicht schaut. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren, was einige Menschen nur mit der Kraft ihrer Gedanken erschaffen können. Mir gehen die Ideen aus. Das da hinten könnte ich nachmalen, fällt mir gerade auf, aber das kriege ich nicht hin. Gesicht. Komm, ist ein Gesicht. Oh Mann, okay, weitermachen. Wir machen immer weiter. Never stop, okay? Regel 1 als Künstler, never settle, never surrender, niemals aufhören. Ich ziehe mein Beret vor Ihnen. 27 für Gesicht. Oder Gesicht, ja, ist da eins, vergiss es. Was könnte ich jetzt malen? Na komm, wenn es schon hier steht. Ich male jetzt ein korrektes Abbild meines Lichtes. Ach Gott. So runter, es ist dann der Ständer, dann so, dann fuck. Ich krieg nicht mal Tiefe hin so richtig. Was dann? Dann haben wir hier, das ist dann so ein Kreis hier. Das ist ein perfekter Kreis mal. Das ist gar nicht mal so schlecht, das ist durchaus zu erkennen, was das ist, nicht wirklich. Ja, doch, ist durchaus nice. Dann, keine Ahnung, haben wir nebendran noch, ja, pass auf, haben wir nebendran, das steht nämlich auch im Real Life nebendran. Ich muss mich einfach mal am Schreibtisch inspirieren lassen, damit alles gut. Dann steht im Real Life nebendran eine künstliche Pflanze. Jawohl, sehr schön, das ist sehr schön. Ihr alle macht das sehr, sehr gut. Okay. Und dann im Hintergrund hängt hier... Das hängt jetzt nicht in echt, aber ich muss noch mit irgendwas das Bild füllen. Und das Ringlicht hat ein Gesicht. Das ist gut. Sehr gut. Wer auch immer das gesagt hat, dass das Ringlicht ein Gesicht kriegen sollte, absolut deiner Meinung. Lampe mit Gesicht. Ich meine, ich mache Geld. Damit ist es so ziemlich egal, was ich baue. Hauptsache Geld. Ich muss nur meine Kunstwerke irgendwie schneller rausballern. Kann das sein? Ich glaube, ich mache mal mehr. Ich mache mal Wasser. Ich mache mal irgendwas mit Wasser. 35 für Lampe mit Gesicht. Bitteschön, Steins. So, ich mache mal was mit Wasser. Irgendwas mit Wasser. Und auf dem Wasser sind böse, böse Wellen. Und diese Welle geht direkt zu... auf ein unschuldiges Schiff, welches sich auf dem Wasser befindet. Dieses unschuldige Schiff wird sehr, sehr bald schon von dieser Welle zerstört. Kaufen Sie noch heute dieses Bild, um herauszufinden, es sieht eigentlich eher aus, als wäre das Ding an den Felsen gefallen. Wer auch immer das gesagt hat, du bist legendär. Danke für diese Inspiration. Wer auch immer gerade gesagt hat, es sieht aus, als wäre es von den Felsen gefahren. Perfekt. Absolut großartig. Hätte ich nicht besser machen können. Und dann im Hintergrund, es ist nachts. Also, nee, kann ich jetzt nicht mehr machen. Es ist tagsüber. Und im Hintergrund haben wir eine große, fette Sonne. Die strahlt. Während unten drunter die Katastrophe passiert. Und dieses fantastische Kunstwerk, dieses Meisterwerk eines verkannten Künstlers, nenne ich... Titanic 2.0. Es ist schon wieder geschehen. Das ist voll lustig, by the way. Ich habe gerade viel zu viel Spaß. Ich mache einfach nur dumme Bilder. Aber ich muss schneller werden. Ich glaube, mein Geld geht nämlich sonst runter. Ne? Ich muss
Ja, 210, oder nicht? 20. Das lässt meine Gesichtsbehaarung erheben. 20 für... Nein, sorry, Bro. Tut mir leid. Be gone, Bagger. 20 für das ist es mir nicht wert. Also, nee. Wilder Eisberg stößt mit Schiff zusammen. Der Eisberg sinkt, alle haben überlebt. Und ich habe gerade ein Bild von einem Eisberg und einem Schiff gemacht. Ich bin kein Künstler mehr. Ich bin kein Künstler mehr. Ich sehe die Zukunft. Ladies and Gentlemen. Ich kann die Zukunft sehen. 40, jawohl, ist deins. Das wollte ich sehen. Ich kann die Zukunft sehen. Ich habe gerade... Diminutive Enterprise. Ich habe gerade... Ich habe gerade die Zukunft vorhergesagt und akkurat gemalt. Ich bin die coolere Version von jedem Wahrsag. Okay, Fenster in andere Welten, Fernseher. Und im Fernseher unterhalten sich... Nee, der Fernseher hat ein Gesicht. Das sind meine Markenzeichenbilder. Irgendwas mit Gesichtern. Der Fernseher hat ein Gesicht, genau. Obendrauf hat der Fernseher Antennen, die geformt sind wie Hörner, um zu zeigen, wie böse und verrottet Mainstream-Fernsehen ist. Ach Gott, ey. Ich kann mit Kunst nicht viel anfangen, merkt man das? Ich vertreibe es halt komplett, wo es geht. Das Böse aus dem dem Kabel. Meine Damen und Herren, ein verkannter Künstler. Er schafft ein weiteres Mal. Eines seiner besten... Das macht viel zu viel Spaß, das Spiel. Das ist viel zu cool. Okay, was könnte ich jetzt machen? Ich meine, mein Licht habe ich schon gemalt. Was jetzt? Viel mehr liegt hier nicht. Viel mehr, was wirklich Farbe hat, wo ich was draus machen kann, was irgendwas füllt. Ich habe keine Ahnung. Pass auf, ich habe einen sehr guten Namen für das Bild. Und zwar... Akkurater als so wird's nicht. Ich hätte... Wobei doch, ich hab's im Verkauf vorhin, ne? Ein bisschen zu einfach. Ja, ist so. Du siehst einfach nicht. Du siehst nicht, welche Visionen ich habe. Deswegen bist du auch so kurzsichtig und kannst das nicht als Kunst akzeptieren. Komm, kauf was. Tu mir den Gefallen. Irgendjemand? Nein, keiner will was von mir hören. Okay, so, hier. Typ geht richtig ab. Dann, das ist der Himmel. Und im Himmel, da hat's Wolken. Und wenn das Wolken sind, dann ist in der Mitte dieser Wolken ein schwarzes Flugzeug, welches Dinge tut und aussieht wie eine fliegende Maus. Ein schwarzes Flugzeug mit aerodynamisch beides wollen sie kaufen. Ja, war das gerade Maggie, die mir ein Angebot gemacht hat? Ich gebe das denen einfach mal, aber besser wird's nicht. War das Maggie, die mir ein Angebot gemacht hat? Warum jetzt? Warum jetzt? Aber vorher noch meckert. Sehr aerodynamisch geformte Flügel, doch, doch. Und ein viel zu großes Leitwerk. Und dieses Flugzeug bringt kleine, oh, keine Ahnung, rosane Menschen zu einem besseren Ort. Und ich habe überall hingemalt. Und ganz oben befindet sich wie immer die strahlende Sonne. Und ich nenne dieses Bild, keine Ahnung, über den Wolken muss die Kunst grenzenlos scheiße sein. Guter Plan, fantastischer Plan. Okay, eins mache ich noch, komm. Für ein Bild ist noch Zeit. Das Spiel, ich verliere gerade die Zeit ein bisschen. Das Spiel ist viel zu geil. 32 für das. Ich könnte wahrscheinlich mehr kriegen, aber komm. Doch, das lasse ich mal zu. Das lasse ich mal zu. Das ist nicht so schlecht. Was noch? Ein rotes Vogelnest. Und aus diesem Nest ist gefallen ein Mensch. Aus diesem Nest fiel ein Strichmännchen. Direkt auf seinen Kopf. Wir wissen nicht, was das zu sagen hat. Wir konnten den Künstler nicht für ein Interview gewinnen. Doch dieses Männchen, wie hier angezeigt, fiel definitiv aus dem Vogelnest hinunter von einem Baum auf die graue Ebene. Und die graue Ebene hatte... Fuck, Scheiße. Das wollte ich nicht. Das sieht jetzt... Das sieht zu gut aus. Und diese graue Ebene hatte ein paar Flecke von Grün.
Wir wissen aber nicht genau... Naja, nicht das Grimm. Wir wissen aber nicht genau, was das zu bedeuten hat. Der Künstler wollte sich nicht freiwillig melden. Für ein Interview. Er sagte, er wäre zu beschäftigt mit seiner Kunst. Ein Typ fällt vom Baum. Kann ich hier korrekte Satzzeichen... Ah, nice. Ein Typ fällt vom Baum. Akkurat. Okay, cool. Ich will noch wissen, ob das weggeht. Und dann würde ich sagen, ist das hier an der Stelle vorbei. Was sagst du? Keine Energie. Weißt du, wie viel Energie in einer Fallbewegung steckt? Rechne es doch mal aus, Synth. Bitte kauf es. Wenn der Typ das jetzt nicht kauft, dann mache ich hier Pause, weil sonst verliere ich Geld. 72 will mir Steve dafür geben. Wir haben Money gemacht. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Die Art und Weise, wie Passepartout seine neuen Ideen interpretiert, ist für viele Amateurkunstler Thema Nummer 1. Natürlich doch. Wie viel habe ich? 316. Das ist nice. Ich habe gewonnen. Bisschen zumindest. Ich halte mich über Wasser und muss nicht verhungern. Okay. Das hier ist Passepartout, the starving artiste. Schreibt mir unten, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich finde das Spiel super. Es ist total simpel. Und ich spiele das auch total simpel. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die haben da extrem geile Sachen gemalt. Aber erstens kann ich nicht malen. Zweitens muss ich das, also spielt man das halt mit der Maus. Und drittens, wie gesagt, bin ich ungefähr so kreativ wie eine Walnuss. Also wird es wahrscheinlich bei solch simplen und dummen Motiven bleiben. Aber hey, wenn es funktioniert, dann sage ich einfach, es ist Kunst. Auch wenn es eigentlich total simpel ist. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da, bis ihr bleibt, habt noch Smart Sound. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Falls irgendjemand wissen will, was das bestbewertetste ist, was ich hier in Kunst gemacht habe, das ist das hier. Statuen, die symbolisieren, wie jemand auf einen anderen losgeht. Das gab 11 Punkte, also ungefähr eine 2, und ich war stolz drauf.